Zeit gut gehen. Aber er hat eben nicht an Zukunft geguckt. Bei Carpe Diem passt das ja auch nicht. Bei einer verantwortungsvollen Politik passt das eben. Und dann haben sie auch noch gleichzeitig vierstellig viel Suhen an den Sand gesetzt. Auch das, auch die Suhen fehlen. Planetary Resources, ich meine, den Laura Moser ist mehr wie einmal drauf angegangen. 12 Millionen. Join, einfach so mal, 100 Millionen, fort. Egal, man hat nicht, ja. Ein Militärsatellit, der kostet 130 Millionen mehr. All das ist für sich definitiv nicht akzeptabel. Wie gesagt, das ist kein Apfel für den Dusch, ob Zeit gelöscht ging, hätte sie das gemäht, hätte sie die Dosur nicht zum Fenster rausgehört, da bräuchte sie nur nicht nach mehr Apfel auf dem Marché lehnen zu gehen. Genau das machen sie einfach. Und das ist nicht Schuld von uns, und das ist nicht Schuld von den Leuten, aber das ist ganz allein Schuld von Blau-Rot Agri. Und los diese, da so ziemlich mit dem Fanger am Mund, mit 5 Milliarden Defizit, bei mir so ein Klug, wenn ich das Jahr muss Schuld machen, dann ist das normal. Wir sind in einer Krise. Und in einer Krise muss ich investieren, und in einer Krise muss ich kurzfristig den Leuten an den Betrieben helfen. Also das Jahr ist normal. Es ist aber nicht normal, dass die Regierung auch in guten Zeiten nach Schuld gemäht hat. Das ist definitiv nicht normal. Mehr, ich soll nicht nachdenken, das dürfen nicht in Eisen, das ist nicht in den Leuten, für die Regierung sich die Kästen essen feiern zu hören. Das ist die Aufgabe von der Regierung, sie allein und Schuld drin. Und man hätte sowieso eine ganz andere Politik gemacht. Und dafür sind wir für eine pragmatische, realistische Finanzpolitik. Weil es ist evident, an diesen Zeiten müssen wir die Investitionen hochhalten. Das kostet den Staat zu, mit keinem von einem anderen Moyen. Der Staat soll mal dafür sorgen, dass die Privatinvestitionen, die geplant sind, auch die geben der Ökonomie helfen, dass die mal könnte sie sehen, wie möglich getätigt wird. Und dann müssen wir endlich in unseren Prozeduren schlamassel gehen. Als Prozeduren sind ein richtiger Klumpfhaus für die Vereine, die gerne wollen, innovativ, aktiv gehen und die wollen investieren. Da müssen wir da durch, und das Regierung hat immer geschwärzt, CSV hat so Siloen. Ich meine, die Siloen, die sind definitiv nach viel mehr heisch bei dieser Regierung. Und da muss geschafft gehen, und das ist definitiv hier Aufgabe. Da will ich eine Woche ein gesund Gemengen. Es gibt auch viel gesund Gemengen müssen investieren. Gemengen kriegen aufgrund von der Corona-Krise manner Resetten. Verschiedene Gemengen, vor allem auch die am ländlichen Raum, werden durch die Gemengen-Finanzreform ordentlich gebeidelt gehen. Und das Gemengen haben nicht mehr die Reserve für zu investieren. Und da geht es nicht an den Innenminister, auf Platz, dass sie die Gemenge direkt steigt. Einfach an die Presse geht und sagt, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht zu akzeptieren, ein Innenminister als da, so auf jeden Fall gesagt, ist auch sowieso nicht da. Aber wenn sie da ist, dann sollte zumindest dann, was sie schwätzt, die Gemenge direkt steigen. Und als Politik, die muss allgemein sozial mehr selektiv gehen. Mit dem Wort Sozialselektivität, ich meine, das ist nicht am Vokabular von Blau-Rot oder Grün dran. Da gibt es nämlich keine Sozialselektivität. Und da kann ich sich vorstellen, ich meine, an der Budgetsrede hat Gilles gesagt, muss wirklich eine Familie, die man Porsche Cayenne fährt, braucht die dann noch ein Subsid für ein Elektrovelo zu kaufen? Ich meine nicht. Müsst euch Schulbücher gratis kriegen für mein Mädchen. Ich meine auch nicht. Aber genau alle, die hier frohen, müssen Gestalt gehen. An den Mindestlohnempfänger. Die braucht das über alles. Die braucht das alles. Die brauchen auch vielleicht viel mehr hin als in Familie. Aber wie gesagt, es ist nicht nehmen den. Durch die Krise sind viele Leute, die an der Mittelschicht sind, auch an eine neue Armut gerutscht. Wir wären, oder die Caritas war bei uns, und Caritas hat als wirklich Beispiele gesagt, wo menschliche Verzweiflung dabei ist. Wo viele Leute, die sich noch nie um die Suche sicher gehen, die Lo, und das kostet Überwandung, da kann man sich nicht vorstellen, die Lo bemol müssen umklappen gehen, um Suche zu kriegen. Und ein Beispiel erzählt kriegt von einem alleinerziehenden Pop, auch der geht nicht. Den hat müssen bei Caritas gehen, weil er keine Suche mehr hat, für eine neue Brille zu kaufen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Verzweiflung das dann da drastisch ist. Und genau die
muss man unterstützen, und genau die muss man am Ehren behalten. Und da brauchen wir eine Politik, die wehr abweist. Ich meine, ich habe eine kleine Klammer. Wir hatten als Fraktion eine Willustour für eben den guten Zweck, für genau diese Leute zu helfen, organisiert, dann muss noch den Don und Caritas führen gehen. Und dafür will ich helfen, dieser Platz als Südverein, merci so, und den hast du unterstützt, und den doch du mitgeführt hast. Man konnte nicht so viel strampeln, für das wirklich viele Leute konnte helfen. Aber ich meine, dass immer ein Drips, zumindest ein Drips, um Würme stehen, mir auch die kleinen Drips kann helfen. Und dafür ich alle gehöre, merci, die hast du unterstützt. Ich habe gesagt, man muss klar gegen die Situation steuern, weil Lützburg soll noch immer ein Land vom Wohlstand und noch vom Wohlbefinden für alle Leute sein und nicht nehmen für eben die paar Happy Few, die sich alles können leisten. Und dafür ist für uns auch klar, dass es nicht Zeit von der Austerität ist. Und dass es auch nicht Zeit für Steuererhöhungen für die normalen Leute. Man muss die Kaufkraft erhalten. Und dann so ich auch, man so klar geht, und das tun wir nur ein paar Plätze gesucht, ich will das just noch einmal klarstellen, wir haben das auch durchdiskutiert, man so klar geht eine Abfeierung von einer Erbschaftssteuer an Eichstallin, nämlich für was? Wie weil das aus sich auch bei uns DNA passt, dass wir der keinen haben. Die Familien, die Verantwortung überhöhlen für Herr Kanner. Die Familien, die hier so nicht ausgehen, die es nicht so machen wie das Regierung, die keine Karpe Diem machen, mit die Sohn, ich will es auf die Seite lehnen, für das mein Kanner sich auch noch etwas leisten können. Das Familien soll man nicht zusätzlich belasten, und dafür sind wir gegen eine Abfeierung von der Erbschaftssteuer an der Steuer. Ich habe auch gesagt, all die Politik, die wir hier müssen machen, können wir nicht mehr machen, wenn wir als Wirtschaft um Rollen halten. Weil ich muss in die Versuche rankommen. Und dafür begrüßen wir die Verlängerung von den Mesuren. Wir wissen just noch nicht, welche Mesuren und welche Bedingungen wie lang kommen. Das wissen die Betriebe auch noch nicht und das müssten sie wissen, weil sie bräuchten Planungssicherheit. Und wir suchen auch, dass wir den Schomersch partiell verlängert. Der Marc Spautz hat für die nächste Woche eine höhere Aktualität auch heute so angefroht. Du gehst nach Frauen, die wir da werden stellen und die wir hoffentlich eine Antwort kriegen. Mit das ist einfach immens wichtig, weil das, wir müssen uns gucken, dass ein Betrieb so gut funktionieren, für dass wir so mal wie möglich müssen an der Schuhmärsche investieren, mit dass wir so viel wie möglich danach an die Dörbicht investieren. Aber wenn ich bei Betrieben komme, da kann ich, vor allem, weil ich hier am Süden bin, da komme ich nicht lernst die Industriepolitik. Und Industriepolitik wäre im Prinzip blank gar nicht im Gespräch. Und das leider Gottes Logist an das Gespräch kommt, durch die vermischten Dossierfage. Und da muss ich sagen, das ganz hat Lützburg oder seinem Image sicherlich nicht geholfen. Ich war da länger, sie war nämlich schuld von dieser Regierung, weil was hat die Regierung gemäht? Sie schwätzen so viel vor Riff gehen, sie haben aber hier einen Betrieb, den sich überhaupt nicht Rifkin-konform ist, den immens viele Ressourcen verbreitet, den nicht viel Steuerressätze gibt, bringen, haben sie ihren roten Tappi ausgerollt, also ihnen unter den Terrain verkauft. Viele Kleinbetriebe, die Damen und Herren, viele Kleinbetriebe aus Lützburg, die sich das hier wünschen. Und dann machen sie das für ihren Betrieb, den im Prinzip nicht auf Lützburg passt. Und dann auch noch hier aussuchen dazu. Ein Umweltminister, die sieht im Prinzip so halb direkt, ja, sie wäre im Prinzip auch nicht für das Projekt, aber das wäre eben so. Der aktuelle Wirtschaftsminister, so wie noch nicht Wirtschaftsminister wäre, beim Dossier hier, müssen sie sich wirklich freuen, was noch zumutbar wäre. Und ich muss dann aber sagen, das ist aber wirklich schon erstaunlich. Weiß das Regierung nicht mehr, dass sie schon in der letzten Legislaturperiode auch an der Regierung wäre? Weiß das Umweltminister nicht mehr, dass sie auch die letzte Umweltminister wäre? Also, schau, geht immer von einem Nachhaltigkeitscheck geschwärzt. Das begrüßen wir, das tun wir im Prinzip an unserem Wahlprogramm stellen. Ich will just sagen, die Regierung hat das 2013 schon am Koalitionsakkord stellen. Was das geschieht, überhaupt nicht das geschieht. Das ist wichtig, dass den klar definiert, was sind Kriterien, welche Betriebe hätten wir gerne Lützburg. Da sind aber kein Gedanke gemacht, denn der Paul Galles hat letztes Jahr eine Question parlamentär gestellt, für die Notzufrieden. Dann ist er gesagt, der vorige für 2019 verdoppelt gehen. Lo, ein Jahr und noch, was noch immer nicht da. Das ist erfahren,
Und null erfahren Dose mal zwei bleibt noch immer null. Das einfach nicht geschieht, es wäre keine Priorität von dieser Regierung. Loget einfach einmal an das Vierte macht, dass lobe mal die Nachhaltigkeitscheck, wo sich am Hammerstübchen von irgendeinem Minister ausgeklügelt wird. Das kann nicht sein. Hier müssen alle gute Partner, zumindest die konzerniert man auf den Tisch, an die Nachhaltigkeit hat immer die drei Säulen, die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. An die drei Säulen müssen als Package geguckt gehen. Und dafür, wie gesagt, kann das nicht einfach nehmen, am Hammerstübchen von einem Minister gemäht gehen. Hier muss zum Beispiel auch die Industrie mal schaffen. Wir sind hier am Süden an einer Gegend, wo wir nach Industrie haben. Aber so ganz klar, wir müssen das Industrie, die wir haben, auch schützen. Zum Beispiel als Stahlindustrie. Wir sehen alle, wie kritisch das mit Arcelor ausgesagt. Wir sind aber froh, dass wir Arcelor haben. Und dafür müssen wir auch die schützen und dafür müssen wir auch machen, dass sie natürlich mehr umweltfreundlich produziert. Aber auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass sie kann kompetitiv bleiben. Und da bleiben wir leider Gottes noch immer hier um die Rechnung setzen. Die Damen und Herren, wir sind an einer schwierigen Zeit, was Corona angeht. Wir wissen nicht, was der Mittag oder der Abend annonciert wird. Zählen die Klammern, die machen uns Sorgen. Das tun wir das Woche, während der unsere Reaktionen zur Lage der Nation auch gesagt. Dann hat der Premier sich gesagt, das wäre alles nicht so schlimm, am Moment wäre alles in der Reihe, und hat unsere Reaktionen sich an die Lächerlich gezogen. Sogar in Donnerstag nach hat das an die Lächerlich gezogen. Und ich kann sagen, das ist einfach nicht zu akzeptieren. Dass die Premier, wenn die Leute sich Sorgen machen, und auch so, man muss nur Mesuren ergreifen, besser lo, wie zu lang zu werden, dass die dann an die Lächerlich zieht. Was aber noch geschieht, lo, wo Frankreich, lo, wo den Herr Macron etwas desideriert hat, lo, bemol bewegt sich den Herr Bütteloch. Also, es könnte wirklich mengen, den Herr Macron, das Virus ist, den richtigen Premier, vielleicht hier von Lützeburg, oder zumindest den himmlischen Premier hier von Lützeburg, weil zumindest schickt unser Premier immer auf hin, müssen zu werden. Und für uns ist es klar, wir müssen antizipieren, aber wir dürfen nicht werden, bis es zu spät ist. Ich will just sagen, auch das hat man gesagt, und auch da hat der Premier gelernt. Wir lösen es nicht selber. Wir haben an unserer Rede ganz klar gesagt, besser wir reagieren, lo, wirklich antizipieren, bis dass wir so lang werden, dass wir so gerade drastische Mesuren müssen ergreifen wie am Ausland. Weil wir müssen mit aller Force einen zweiten Lockdown verhindern. Aber wir sollten erst den Fehler evaluieren, die wir an der Vergangenheit oder die an der Vergangenheit gemäht sind. Zum Beispiel mit den Masken. Wir haben auch dort zu lang gewährt. Vielleicht wäre kein Tod, dann hätte die Regierung sollten ehrlich sein. Eins Bürgermeisterin sind hier, wo sich mit einem guten Beispiel vorgegangen. Also haben Masken an ihre Gemengen verteilt. Sie gehen noch da und lächerlich gezogen, bis dort dann die Regierung 2D-Dono noch gezogen ist. Und ich will auch heute noch sagen, als Gemengen am Allgemengen, wie man Hunde fehlt, haben an dieser Krise ein exzellent Erbicht gemäht. Und dafür auch von dieser Platz, da stellvertretend dem Emil Eicher als Präsident vom Civicol, ein großes Merci für seinen Ersatz. Der Claude hat an all den Reden zu den Gesetzen gesagt, und das tun wir immer wiederholen, wir brauchen in dieser Krise klar und kohärent Regeln. Und wenn wir klar und kohärent Regeln haben, dann können wir auch klar und kohärent kommunizieren. Leider Gottes hast du auch nie auf uns geleistet gehen. Es kann ja sich nicht sein, dass es heute zu Lützburg noch immer möglich ist, dass da draußen 20 Leute oder 30 Leute oder auch 10 Leute ohne Einhängen, ohne Maske, just weil das Gesetz nicht viel gesagt wird, das zu verbieten. Das Gesetz möchte den Unterschied zwischen einer organisierten Reunion und einer nicht organisierten Reunion. Was er organisiert ist, dann muss ich eine Maske anziehen, was er nicht organisiert ist, dann kann ich ohne Einhängen. Das kann ja nicht sein. Aber vor allem, das kann ja nicht an diesen Zeiten sein. Dafür haben wir hier Klarheit gefordert. Leider haben wir die Klarheit nicht gekriegt. Am Hund noch gesagt, wir sollen hier eine allgemeine Maskenpflicht am öffentlichen Raum an der Stadt abfeiern. Genauso wie dann der Stadt am Ausland ist. Es ist ja nicht kompliziert. Wenn wir mit der Regel von Distanz an Masken die Virus können am Griff behalten, dann sollen wir das, wenn ich klar kommunizieren und noch durchziehen und nicht immer auf die lange Bank schieben. Weil wie gesagt, ich meine, wir hätten alle gerne so viel wie möglich Freiheit und dann habe ich lieber mehr antizipieren mit den Regeln.
Und wir sollen probieren zu verhindern, und wir hätten sollen probieren zu verhindern, wie wir mehr strikt Regeln müssen anzufangen. Und das Ganze gilt übrigens auch an der Schule. Es sind da bestimmt die Banden oder auch die Bausen, die die Chaos an den Schulen mitkriegen. Mittlerweile, und da muss ich sagen, uff, endlich hat der Minister Meisch auch erkannt, dass er sich kann an der Schule ausstechen. Das war für in der Vakanz ja anscheinend noch nicht der Fall. Ich kann just sagen, das Rundreh ist 0-0-4 berät. Und das ist nicht zu verstehen, wie das zu 0-4 berät. Das fällt Madame Lehner zu, letzte Woche noch in einem Interview, dass das Szenario, wo wir da sind, dass das im Prinzip das Szenario ist, mit dem die Regierung gerechnet hat. Wir waren die Regierung, die mit der gerechnet hat, dass der Teil so käme, die Situation. Aber dann hätte sie Rundreh anständig vorbereiten. Also die Krutzialfrage, die sich heute stellt, ist wirklich, wie weit hat den Unterrichtsminister die Rundreh nicht vorbereitet. Und ich hatte am Juli eine Dringlichkeitsfrage gestellt. Du kriegst am Juli gesagt, weil der Minister gesagt hat, es wäre noch nicht dringend für die Schulrundreh zu organisieren. Das kann ja nicht sein, es wäre dringend gewesen. Und wenn ein Minister wirklich meint, am Juli wäre es nicht dringend, eine Schulrundreh zu organisieren, aber da gebe ich dem Minister, wenn ich ein Kapitel an die Schule schaffen zu gehen, an da eine Rundreh zu organisieren, einen Stundenplan zu organisieren, da gebe ich gesehen, dass ich das am Juli möchte, aber nicht den 10. oder 12. September. Das geht nicht. Und das hätte ich mit den Leuten organisieren. Da wäre wahrscheinlich nicht die Chaos rauskommen, den du rauskommen hast. Es hat am Juli müssen den Plan A und den Plan B ausgeschafft, gehen Mengen für den Plan B erstufen. Wie gesagt, mit den Leuten durchdiskutiert, dann wären bestimmt mehr praxisreif, aber wenn nach der kommen lässt, weil nicht organisiert wird. Was möchte der Minister dann? Der verschiebt Verantwortung einfach und Direktionen, Schuldirektionen oder Regionaldirektionen, weil die können ja nach anderen Mesuren ergreifen. Das kann es an Eisenern nicht sein. So was einfach Politik machen. Wieso möchte keine Politik an der Krise und noch nicht außerhalb von der Krise? Ein Minister hat seine Verantwortung zu höhlen und nicht zu delegieren. Wie gesagt, der Minister soll hier klar, kohärent und nachvollziehbar regeln, am Dialog mit den Leuten vom Terrain festhalten und das dann auch so klar und nachvollziehbar kommunizieren. Wenn ich bei Corona bin, dann will ich aber noch bei den Tracing kommen. Und wir wollen wissen alle, wir kriegen die Infektionskette nicht mehr in der Brach, wenn wir viel testen, das machen wir ja auch, aber wenn wir dann die positiv finden, dass wir dann so sehr wie möglich nur vollziehen, mit wem wir in Kontakt und dass wir die auch können isolieren oder in Quarantäne setzen. Und ich meine wirklich, mit all denen Telefonsrufen, die wir kriegen, Mailen, die wir kriegen, SMS, die wir kriegen, dass das nicht mehr funktioniert. Wir haben auch darauf schon hingewiesen, wenn wir zu viele Infektionen haben, dann packen wir das nicht. Ich so und auch all denen Leute, merci, die am Tracing schaffen. Die machen nicht best, mir was sie nicht mehr nur kommen, kommen sie nicht mehr nur. Da dauert die Zeit, was 4, 5 Tage er in Ugeruf geht. Das ist an Eisenern alles anders wie perfekt. Das ist eine ziemlich große Erhöhung vom Risiko und das müssen wir verhindern. Schon nur hören, dass der Mail auch die Fälle von dem Tracing machen. Aber wenn das so ist, gut, mir ich will just noch daran erinnern, mehr gut, ich meine schon an mich gesagt, wir sollen, die Regierung soll alles machen für eine Tracing-App am Tierrang zu holen, eine Tracing-App, die funktioniert, wenn man nicht mit einem manuellen Tracing nachkommt. Die Regierung hat das absolut refusiert. Ich hoffe wirklich, dass sie geschwind eng da haben, die Bretters. Wir haben keine Antwort gekriegt, auch das haben wir gefragt, ob CSV geht ja einfach nicht gelauscht hat. Dann will ich aber just kurz auf unseren Gesundheitspackage gehen. Ich habe gesagt, wir sind im Gang, darum zu schaffen. Wir hatten zwei Journeen Parlamentären, wo wir darum geschafft haben, der Claude Wiesel und Jean-Marie Halsdorf von der Lied daran. Und wir haben angefangen, darum zu schaffen, schon eher Corona, wo es überhaupt da war. Weil wir gesagt haben, unser Gesundheitssystem ist auch ein bisschen krank. Wir haben Urgenzen an der Gesundheit und nicht nur an der Urgenz. Weil ich kann hier nicht auf die ganze Package an. Wie gesagt, ich habe doch gemäht und ich wäre wirklich froh, von den einen oder anderen Gift darauf zurückgreifen, dass man das können wir das durchdiskutieren. Was ich aber will so, wir brauchen, und auch da muss nur geschafft gehen, einen nachhaltigen Gesundheitsplan, wo sich der Patient am Mittelpunkt ist, aber wo die anderen Strukturen rundherum sind. Es darf nicht, die Klinik darf nicht am Mittelpunkt sein, es muss der Patient sein, und da müssen wir auch am Sinn vom Patienten viel mehr ambulant Strukturen kreieren und das auch regeln. Wir brauchen viel mehr Leute, und da wissen wir, am Krankheitssektor, am Pflegesektor, die du hier schaffen gehen und die du hier wollen schaffen können. Und das geht wirklich von der
E2-Niant über der Firma bis bei den Doktoren. Wir brauchen da überall. Und dafür müssen wir, es geht nicht durch zu klappen. Man muss ja schon abgehen mit klappen. Mit der das nicht durch, weil wir müssen den Beruf mehr attraktiv machen. An die Diskussionen müssen noch logisch gefordert gehen. Und zudem mehr attraktiv machen, gehört auch über die Ausbildung schwätzen. Sieht ihr dann an Medizin, mehr auch auf den anderen Niveauen, bei mehr Firmen und Pflegeberufen, weil die muss angepackt gehen, die muss reformiert gehen, damit wir mehr Schüler, mehr Studenten kriegen, die in diesen Beruf ergreifen. Wir sind im Moment absolut abhängig im Ausland, wir werden noch abhängig bleiben, aber wir müssen aber zumindest gucken, dass wir von unseren Schülern doch mehr motivieren, für an diesen Beruf zu gehen, weil das ist ein extrem wichtiger Beruf. Da will ich just auch noch auf Gesundheitsprävention eingehen. Das erwiesen, auch an Corona-Zeiten, dass die Leute, die sich schwitzen, wo sich auch was erkranken, wo sich viel mehr schlimm krank. Du kannst so als Bewegung wichtig, das ist wichtig, mir allgemein als Gesundheitsprävention wichtig. Eine Gesundheitsprävention am Großen, und noch da so nicht, die geht bei uns nach vernachlässigt oder sie funktioniert nicht gut. Ich habe ein Beispiel gesagt gehabt, und ich wiederhole nicht, Luna Renke, weil ich wirklich fand, dass das nicht normal ist. Und ich habe das, doch nur, ich habe das selber erlebt. Mammographie, also ein Programm, dem eigentlich, da sitzen da wahrscheinlich viel bei diesen Leuten, dabei ist noch, die wissen, dass das immens wichtig ist. Das ist ein Programm, das sich misst gut läuft, aber man lebt nicht gut, weil da der Praxis nicht läuft. Wenn ein Loh ein Rendezvous fragt, und ich kann nicht so nicht schon im September gefragt, du kriegst dich gesagt, das geht nicht das Jahr, auf das nächste Jahr kann ich nicht nach Kegin gehen, dann muss er dann einen rufen. Also muss er 4, 5 Monate werden, für ein Rendezvous zu kommen. Und das ist nicht, das ist erstens nicht zu akzeptieren, und zweitens ist es nicht sozial gerecht. Weil er die Suche hat, die geht dann jemand aus, und dann ist nicht zu und die Wert. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein an unserem Gesundheitssystem, an unserem Land, wo es zumindest an den guten Zeiten gut gegangen ist. Also hier muss reformiert gehen. Das selbe ist bei der CNS, Krankenkasse, bei den Remboursementen, bei der Nomenklatur, wo definiert wird, wer remboursiert wird. Dieses System ist schwerfällig, wie ich weiß nicht, wer. Wir haben zum Beispiel an Corona-Zeiten viele Leute Probleme auch gehabt, auch mental Gesundheit. Und da wäre Psychotherapeut zum Beispiel wichtig. Wir haben für 5 Jahre Gesetz gestimmt. 5 Jahre danach hat noch kein einziger Psychotherapeut bezahlt. Auch das kann nicht sein. Wenn das System nicht funktioniert, dann kann es nicht sein, sich an der Quadripartit zu verschanzen. Da muss ich gucken, dass in das System immer noch für das funktioniert. Weil das Teilen ist nicht zu akzeptieren. Auch das ist Amerika sozial nicht gerecht. In die Suche noch, die bezahlt eben, und in die nicht Suche noch, aber die geht eben nicht dahin, und die kriegt das zwar nicht. Das können wir als CSV nicht akzeptieren. Die Damen und Herren, ich will just den letzten Punkt noch, und das meine ich kurz, auf die Umwelt, aber auf das Klima und auf unsere Ressourcen. Weil es für uns auch ein extrem wichtiger Punkt ist. Ich kann noch nicht auf alle Details eingehen. Nur lange im Hin und Her, als letztes Jahr den Klimaplan präsentiert, an das Jahr auf Brüssel geschickt. Wir hatten da eine Interpellation gefordert an Monolo ein Klimagesetz. Mir leider, wenn ich die 2 Sachen liest, schon in das Wochenjahr merke, die Klasse auf dem Klimaplan überrascht wird von den geringen. Mir auch, wenn ich lese, ich will auch schon ein paar der Klasse unterstützen, steht noch immer dasselbe drin, und an demselbe, was drin steht, da fehlen noch immer konkret wer. Und das schützt uns. Wir müssen hier konkret Pisten abweisen, wie wir die Ziele können erreichen. Ich kann Ihnen wirklich schon ein kleines Beispiel festmachen, wo ihr weißt, wo ihr noch gesagt habt, dass die Regierung keine Pisten hat. Wir hatten die letzte Regierung abgefordert, sie solle Pisten abweisen, wie in der Staatsapparat, Staatsverwaltungen könnt klimaneutral gestalten bis 2030 oder 2040. Wir hatten die englische Motion von 2040 aufstimmen gelassen, die als refusiert, die nicht mehr die wäre nicht ambitiös genug, nur 2030 als Ziel gesagt, aber auch das als aufgestimmt, aufgelehnt gehen. Aufgelehnt gehen, auch von den Kriegen. Das kann ja nicht sein. Eine Regierung, die fördert, man muss klimaneutral gehen, und die selber nicht weiß, wie sie an ihrem Apparat könnt, irgendwie an die Richtung kommen. Ich fand das unverantwortlich, aber man muss konkret Pisten abweisen. Und ich so nicht, weil ich mich will kurz halten, just mal Marco singen wieder, und wenn ich Marco Schank, dann soll ich mal machen, ein kleines Stichwort kommen. Der Marco Schank ist eine Pension,
Und dafür ihm von dieser Seite aus noch ein Jahr. Alles Gutes für seine Pension. Und für in allem vielmals merci für all das, was der Marco bei seiner Fraktion gemäht hat, hin und Nachhaltigkeit, und sich wirklich richtig gelebt und eins, wenn wir ein bisschen im Gang wären, zu deviieren, als er mein Kerl, ob der richtige Weg bräuchte. Also vielmals merci, Marco, für deinen Ersatz und eine ganz gute Pension von dieser Seite. Und da gebe ich es euch, und ich wünsche dir das heute, weil ich gehe mal davon aus, dass Jean-Paul Schaaf das dann per Videokonferenz nachguckt, dem Jean-Paul Schaaf wirklich einen guten Start bei uns wünschen. Und ich bin noch fest davon überzeugt, dass die Dossier, die von Marco überhüllt, genauso mit Conscience verfolgt und sich da komplett ansetzt. Leider Gottes kann der Jean-Paul nicht heißen. Der Jean-Paul kommt auch noch nicht veredigt gehen. Er hat also ein bisschen den holprigen Start gekriegt. Wir sind im Moment just zu 20 an der Chambre das Woche gewesen, weil der Jean-Paul den Tag ehren sollte veredigt gehen, konnte den Telefonsanruf, sein Mädchen wäre an Isolement, sein Mädchen wäre positiv, und dann hast du nach Quarantäne gesagt gehen. Wir hoffen also, dass der Jean-Paul dann die nächste Woche kann veredigt gehen. Aber wie gesagt, wir freuen uns, ob der Jean-Paul ein zu gut zusammenhört bist mit dem Jean-Paul. So, und dann will ich den Marco sagen, wir drehen, just noch wiederholen. Klimaschutz kann just Realität geben, wenn man die Leute mit dem Klimaboot hüllen. Und das geht just, wenn man positiv Messagen noch gehen, wenn man die Leute wirklich überzeugen, wenn man mit den Leuten diskutieren und so weiter. CO2-Steuer ist nur eine Diskussion, mehr hoch gesagt, und das tun wir auch klar in unserer Resolution stehen. Wir sind auch für ein CO2-Steuer. Man muss sich just gucken, dass sie wirklich auch etwas bringt, dass sie zielorientiert ist. Da sind wir jetzt noch nicht so ganz klar. Sie sollen sich nicht einfach so eine Steuer anplussen, wie sie soll angebetzen an einem ganzen Steuersystem. Und wir brauchen unbedingt den sozialen Ausgleich. Das hat den sozialen Ausgleich, wo sich viel gesehen über eine Erhöhung vom Kreditimpot an eine Erhöhung von der Allocation de vie chère. Das begrüßen wir. Das ist aber just nicht unbedingt ein Ausgleich für die, die sich mehr betroffen haben, weil das sind die, die in einem ländlichen Raum wohnen, die nicht auf den öffentlichen Transport können zurückgreifen. Das sind die, die auf Schichten schaffen, die nicht auf den öffentlichen Transport können zurückgreifen. Und da werden wir sicherlich den sozialen Ausgleich auch für die Leute fördern und wir werden das ganz konkret am Ende behalten. Das stellen sich auch noch andere Fragen, CO2-Steuer zum Beispiel. Oder für was können Sie nicht an den Indexkurve, was ist der globale Impact, all die Fragen werden wir noch stellen, du mal ja Möglichkeiten, die bei den Budgetdiskussionen zu stellen, dass du nicht nur den Mazut und den Diesel und den Benzin, dass du dann auch noch Reperkussionen, zum Beispiel bei der Müllverbrennung, was hat das für Reperkussionen. Wir werden die Fragen stellen, wir haben gesagt, wir sind für eine CO2-Bepreisung, wir müssen etwas machen, für eben sich unser Klima hier an den Griff zu kriegen. Und da will ich aber noch etwas wiederholen, von dem ich noch nicht mehr viel höher. Ich meine, der Christoph und Isabel, sie hatten das auch auf EU-Niveau noch einmal wiederholt. Als CSV sind wir für eine CO2-Importsteuer auf unsere Grenzen, weil wir müssen unsere Ökonomie schützen, die Wettbewerbsfähigkeit von unserer Ökonomie schützen, vis-à-vis von anderen Ländern, wo sich die Regeln nicht so streng sind. Die Damen und Herren, wir sind in einer schwieriger Zeit. Wir sind in einer sanitären Krise, in einer Wirtschaftskrise. Und wir riskieren, an eine Sozialkrise zu rutschen. Mir ist so, dann schade doch an der Schambach gesagt, Zukunft ist keine Fatalität. Mir ist das ein bisschen so wie beim Fußball. Auch bei der Zukunft muss ich Chancen sicher gehen, dass ich Chancen erspielen. Das tun ich bei der Regierung vermisst. Das muss mir helfen zu machen. Ich habe auch gesagt, wir brauchen den AAA. Also die Ökonomie muss am Laufen halten. Aber wir können nur hier froh sein, dass wir als Banken hätten. Die haben sich laut Stang riecht gehalten, für dass wir ungefähr relativ stabil durchstehen. Wir brauchen noch den AAA für Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit an alle Bereiche von unserer Politik. Und vor allem, der Mensch muss am Mittelpunkt stehen. Und dafür sollen wir brauchen noch den AAA für die Menschlichkeit. Und als CSV-Fraktion werden wir hier als Verantwortung überhöhlen, vier Perspektiven abzuweisen, denn Paul Galles hat zum Schluss gesagt, wir sollen Lust auf mehr machen, und nicht so, wir sollen auch mit den Perspektiven Lust auf mehr machen, und das mit ich zusammen, wir brauchen ich, und ich wäre wirklich froh, wenn da gibt, wie gesagt, mit uns zusammen schaffen, ob wir es offen angehen, wir kommen gerne bei uns, bei ich. Wir brauchen nicht, wir müssen alle gut zusammen schaffen, als Fraktion, als Partei. Und ich meine, da geht der Frank Engel noch drauf an, wie wir das in Zukunft noch mehr konkret machen. Ich sage nicht, merci. Ja, merci vielmals, Martin, für dich.
durchaus interessanter löwischer Intervention. Ich meine, das immer so, dass wenn ihn weiß, dass er mit den Leuten schwätzt, die online sind, dann hört er nicht, wieso, und das Gespür werde ich normalerweise hört, an den Eko, den er hört, wenn er in einer vollen Salera schwätzt. Aber du hast das ganz ruhig und sachlich gemerkt, du hast dich kritisch, wie das der Rolle ist, mit der Regierungspolitik auseinandergesetzt, aber du hast dich damit nicht begnügt, du hast nach ein paar auf all die Vorschlägen auch Initiativen hingewiesen, die von der Fraktion an den letzten zwei Jahren, an den letzten drei Jahren Ausgängen sind. Und ich meine, das sind da nicht weniger an allen politischen Bereichen, die du gestreift hast an der Intervention. Ich meine zwar, dass, wenn ich das so darf, dass die Fraktion aus sich kein eigenes Leben, kein eigenes Dasein wird ohne Partei. Ich meine, Partei und Fraktion sind ganz, weil sich an der Fraktion Mandatäre von der Partei empfangen. An der Fraktion sitzen die über die Parteilöchte gewählt kaufen. Und dafür meine ich, müssten wir uns aber auch an Zukunft Gedanken machen, mir grundsätzlich Gedanken machen, wie wir noch bauen, auch an unseren Kontakten, die wir pflegen zu den Sektionen, durch von der Rat vom Rattour geschwärt, der ganz interessant ist und der noch attraktiv ist. Du hast auch von anderen Medien geschwärt, für andere Sektionen heranzugehen, an auch den Bolz von den Delegierten zu füllen. Aber ich meine, das geht nicht mehr zusammen. Ich meine, da muss Partei und Fraktion zusammenstehen an wie ein Team, den nicht untrennbar mit den verbunden ist und zusammensteht, wie ein Team durch Messagen rausgehen, die uns Delegierten nicht nur interessieren, sondern auch konzernieren und direkt aussprechen am Enkelgespräch mit den einzelnen Sektionen. Ich wollte das so, weil ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber hier ist heute ein Gefühl, wie wenn da vielleicht bei allem guten Willen hier ist da und der Nähe Koordination fehlt zwischen Fraktion und CSV und umgedreht auch zwischen Fraktion und Partei für das gewissen vielleicht noch besser hinzukriegen, wie das bis jetzt der Fall war. Wir haben so viel zu sagen, wir haben unseren Basis, unseren Militanten so viel zu vermitteln, und Ideen, und Propositionen, und Alternativen, dass es schon da wäre, dass in das nicht eine getrennte Gang hinkriegen soll, aber dass in das zusammen soll machen, und da dort Gefühl von der Solidarität innerhalb von der Partei nach mehr stärker für Karriere, wie das vielleicht bis jetzt der Fall war. Voilà. Ich sage merci und ich gebe nur dem Frank das Wort für als Parteipräsident sein Red zu halten. Frank, du hast das Wort. Ja, Herr Kongresspräsident, Madame Fraktionspräsidentin, liebe Freundinnen und Freunde, alle gut. Ich sage Martin, bitte mal merci für Ihren Rett, mit der ich ja bald alle mal verstehen konnte, dass das gut geht. Just ein Teil, das könnte ich denken, wo man a priori nicht hätte müssen verstehen, sondern aber wird gehen. Und da werden Sie auch den Teil erkennen, den an Zukunft nach wird für Entzweiungen suchen. Wir kommen für diesen Kongress zusammen, nachdem wir die letzte Woche nur wie die Regierung sich die Welt vorstellt. An Zukunft. Und wir haben nicht einmal müssen feststellen, dass das Vorstellungen ist, die nicht durchgeht, wenn man den Herausforderungen von unserer Zeit eins zu gehen, geschweige noch mit denen von der Zukunft. Wir wissen zwar nur ein paar Sachen mehr, wie für ein paar dich. So wissen wir zum Beispiel, dass DP am Fonds allein regiert. Das ist für eine Partei, die bei der letzten Chamberwahl 16,9% von der Stimmenquote eigentlich regelrecht Husare steckt. Das Fertigbericht hört sich an zwei Jahren Karim aus der Staatspartei abzuschwingen. Das sieht viel aus, sie wird nur Spruch von der DP, und sieht ganz viel aus, sie wird die totale Absenz von irgendeinem Spruch von denen, die mit der DP regieren. Die sogenannten Etat de la Nation,
bei dem Jonas ein Kering Politik beschrieben genas, die irgendetwas kennt bewirken oder auch nicht. Er wäre ein Ableger an Weitsicht von der DP, die mengt ohne Politik gegen dem Land immer am besten. Eine Beschreibung von einer politischen Wüste, an der die Regierung kollektiv für ihre Probleme von dieser Zeit aufdankt, er kann die Sekunde mal verschwenden, für sich mit denen von mir auch nicht mit Aussatzweise auseinanderzusetzen. Das Interessante ist eben die kollektive Applikation. LSAP und Gringer machen das mal zu klatschen, hört, das ist verwunderlich. An der DP-Stadt konnte man seiner ganz selbstgefälliger Pracht bestaunen, wie der Staatsminister Büttel desideriert hat, im Grunde sein Haus zu organisieren, ganz allein hier. Ohne dass der Pouvoir Constituant da konnte auf irgendeine Manier Abfluss füllen, ohne dass auch nicht mit dem Staatsrat konsultiert wurde. Hat die Regierung am selben Tag innerhalb der Grand Ducal geholt, depubliziert und die Nominationen im Haftfluss füllen. Ohne dass die Posten an der Nomenklatur vom öffentlichen Dienst doch nicht mehr existieren. Am flagranten und eklatanten Bruch von der Lützebäuer Verfassung, oder meint der wirklich, der Staatsminister hat rein zufällig die einzige Form von einem normativen Text gewählt, die nicht muss, ob man es zum Staatsrat avisiert. Nachdem sei es leitend der Verfassungskommission im andrecklich gesucht und geschrieben, und das geht nicht gut, und wir wären damit nicht allein. Nein, er hat einen bewussten Rechtsbruch stattgefunden, mit dem der Grand Duc definitiv an öffentlichkeitswirksam den bloßen Staatsminister soll dann erstaubt gehen. Das ist ein DP-Staat, also in einer ganzen Überhörflichkeit, also in einer ganzen Willkür, also in einer ganzen Rücksichtslosigkeit. Jeder muss wissen, dass man sich ganz einfach anders zuordnen wird. Wie wir gesehen, das ist nicht so, die Damen und Herren. Nicht der Grand Duc. Der Staatschef braucht eine moderne Administration und transparente Aufleben derselben Stelle. Kein Froh. Und darüber Bestimmung, aber besteht Konsens. Aber es muss ihm nicht institutionelle Gewalt gehen, für das zu erreichen. Eine verfassungskonforme Rechtsnorm wäre absolut möglich gewesen. Und wir bleiben dabei, dass wir die gerne hätten. Am Ende von der Institution vom Staatschef, von der Monarchie, zu der wir stehen, und von der Chambre, die nicht passiv daneben stehen, wenn als Verfassung vergewaltigt wird. Und ich weiß, dass Leo Glodden und die anderen Kollegen an der Verfassungskommission auch werden dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das wollte ich heute gesagt tun, weil es nicht heute nicht kann gesagt gehen. Der Verfassungsbruch unter der Reorganisation vom Haf, also grave Viergang. Viel mehr graf, wie das in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung reflektiert wird. Ich wollte uns heute am Anfang nicht mehr ganz viel Rängen Oppositionsdiskurs feiern. Eigentlich wollte ich mich mehr über das beschäftigen, wo wir stehen, wo wir stehen. Was wir sind, wo wir wollen hin. Was die Felder sind, die wir in nächster Zeit zusammen mit allen anderen sollen bestellen. So wie ganz viele Gespräche am Klang der großen Kreis an den letzten Wochen als nur gelöst haben. Mir fehlt echt nach ein paar Worten über die Welt da draußen, weil auch der ist an diesem Tag intensiv beschäftigt. Die Damen und Herren, der Rechtsstaat, also ist ein besonders Dulleis. Wie wir in Reding, was hier ist, weißt du ganz gut, von wem wir schwätzen. Hin ist die einzig legitime Form von staatlicher Organisation in dieser Zeit. Rechtsstaat bedeutet Absence von Willkür, arbiträr auf Französisch. Das bedeutet, dass jeder alle Bürger, aber auch alle Institutionen sich um dieselbe Regeln zu halten hat. Regeln, die an einem demokratischen Prozess vom Gesetzgeber abgestellt gehen. Es entspricht nicht nur einer staatlichen, sondern auch einer außenpolitischen Tradition, dass wir als Partner und internationale Freunde so raussichern, dass sie dieselbe Grundüberzeugungen haben wie wir. So haben wir es bis heute an der Europäischen Union immer gehandhabt. Aber bis heute muss der Staat für da können abgeholt zu gehen, für das auch nicht mehr mit dem selbst geschwärzt kann gehen. Politische Kriterien für Rechtsstaatlichkeit erfüllen. Und so verhandeln wir im Moment mit einer Reihe Staaten, die dazu beitritt. Darunter, ob man es formell, auch mit der Türkei. Diese Verhandlungen sind und wären für viele von uns immer ein wirklich sehr. Ob die Türkei in Europa passen, ob sie kennt, die Europäische Union beitreten von ihrem Wesen her, von ihrer Geografie her, von ihrer majoritären Religion her, wäre für Christdemokraten nie evident. Logisch sagen wir klar. Die Türkei hat halt Probleme mit all ihren Nachbarstaaten. Aber weit darüber raus. Sie destabilisiert den westlichen Balkan durch massiv islamistische Erwanderung. Von Montenegro bis Bosnien und kroatisch Grenz lässt die Moschee bauen und predigen Raffleien, die die soziale Kohäsion durchs Spiel setzen. Dafür wird von Europa keine Belohnung mehr geben. Zwei von ihren Nachbarstaaten hält die Türkei an Dela besetzt. Darunter den EU-Mamberstaat Zypern. Assyrien. Am Kaukasus feiert sie den Angriffskrieg gegen Armenien. Auch direkt gegen die Republik Armenien an ihren international unerkannten Grenzen.
mit türkischen Fliegern. Sie schickt Tausende von Dschihadisten aus Libyen nach Syrien und Front am Karabach, für das die dort sterben am Platz Soldaten von Aserbaidschan, was dieser Krieg mit brutaler Gewalt feiert. All das wird Chamber für uns WD, ob Initiative von Claude Wiesler übrigens unannehmen, an einer Motion festgehalten. Und dafür mengen ich, dass er dafür Eislohn muss, Konsequenzen haben. Negotiationen für den EU-Beitritt von der Türkei sind seit langem auf Eis. Aber sie müssen ganz aufgebracht gehen. Mit einer totalitären kriegsführenden Diktatur kann er nicht mehr über den Beitritt zu der EU schwätzen. Und die aktuelle Türkei und ihren aktuellen Präsident dürfen noch sonst kein Arrangement mehr in Aussicht gestellt kriegen, bis die Türkei eine normale Stadt geht. Wer den Dutzenden Millionen Türken herzlich wünscht, die da doch wollen. Er bis dahin muss klar sein, dass Europa sie nicht will. Denen dort Leid hat nicht damit geholfen, dass man weiter so machen wie wann. An den Aufbruch von den Verhandlungen ist am übrigens noch eine formelle Revendikation von der EVP, die ich im Europäischen Parlament gerade so gedroht habe, wie heute Christoph Hansen und Isabel Wiesler das machen. Über die NATO-Memberschaft von der Türkei muss gerade so diskutiert gehen. Ein Land, das sich mit anderen gegen seine eigene westliche Allianz verbündet, er wird eigenständig, auch ständig, Angriffskrieg erfährt, als kein Partner mehr. Das kann kein mehr sein. Das ist ein Gegner. Die zuständigen Lützebäuer Ministerien geben da während der EU für den definitiven Aufbruch von den Beitrittsverhandlungen sicherer sehr alliiert davon. Ich meine, dass sie dringend sollten, aufhängen zu sichern. Die Europäer, auch die zu Lützebäuer, erwerben sich konsequent Haltungen an der dort Affäre. Es gibt eine ganz große majoritäre Wunsch, dass man mit dem Umfuhr von weiteren sogenannten Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgesehen hat. Wann die weiter nicht zu dienen, wie Kirche im Mund zu bauen, also ich habe den nächsten Marsch auf Wien vorzubringen. Nun schwer sich bessere Voraus in der Sicherheitspolitik, wann in Singischen Hausaufgabe gemacht wird. An der Kooperationspolitik ist Lützeburg quasi ein Großmurcht. Und zwar an der Fortsetzung von einer resoluten CSV-Politik. Und das ist, aber bleibt gut so. Das Politik muss mehr in Richtung für wirklicher wirtschaftlicher Entwicklung ausgerichtet gehen. Und ich weiß, dass der Paul Gallas durch demnächst echt Propositionen an der Chambre wird machen. Bei Immigration und Asyl sind wir verlässliche Partner. Bei allen Differenzen, die er am Stil vom Außenminister kann haben, Substanz für seine Politik wäre dieselbe, wie immer das in der Koalition wäre. Haben Sie das richtig? Aber was er dem uns mit alles zusammen richtig wäre, dann ist er halt nicht falsch. Wo es schwer hat, das bei der Verteidigung. Als Partei stimmt immer zu ihren internationalen Engagementen und da existiert nur einmal den, bei der NATO, für einen Erfolg für die Verteidigung an die Luft zu setzen, spielbar an die Luft zu setzen. Jean-Marie Halsdorf erinnert sich als freier Minister gut daran. An einem Moment, wo wir einen politischen Rahmen mit einem militärischen Investitionen auseinander zu setzen, wird gründlich schiefgegangen. Aber wenn ein Investitionen schief geht, weil den zuständigen Regierungsmann, bei dem sich entretemps vom Acker gemacht hat, dort Parlament an der Gange belohnt hat, dann der wen an der Museen dazu stehen, dass den Investitionen an der Form nicht kann weitergeführt werden. Die Erbe steht die Budgetkontrollkommission durch eine Erledigung von der nachdem an dem Bereich gelegt wird, wie für die Katz. Wenn du nur einfach gehst, so, na gut, da tun wir nur, aber mal gut rausfand, hallo, schreiben wir den nächsten Scheck. Nein. Der Verteidigungsminister von Haut soll sich in NATO-Kollege mitteilen, dass der Verteidigungsminister von Göster den Dossier ganz länger selber verbockt und an den Sand gesetzt hat. Da das dem sind schuld ist, wenn der Militärsatellit seine Runde nicht dreht. Und dass der Anfang einer guten Gewohnheit von Herrn Schneider entspricht, weil er solche Dossier in Hunderte von Millionen ohne Eier begriffen hat, worüber er sowieso mal einen Käse schwätzt. Das heißt für CSV eben nicht, dass man nicht zu weisen Engagement da stehen, mehr heißt, dass man grundsätzlich nicht mehr akzeptieren, an egal wegen Politikbereich, dass der Minister Hunderte von Millionen verballert, an sich dafür im Parlament als Kontrollinstanz verkriegt. Es heißt aber auch, meine Freunde, dass man als CSV muss ein Konzept für eine wirklich auch eine Lützeburger Verteidigungsidentität entwickeln. Eine, die kann mit mehr internationalen Ansatz zu dienen, eine, die kann mit Lützeburger Exzellenz bestimmte Bereiche von der militärischen Aktivität zu dienen. Die auch keine Krisengebiete zum Ansatz kommen, eine, die Perspektive für Soldaten und Offiziere geben, bitte. An die auch Lützeburger Armee positiv an egenständig Manier auf die europäische westliche Verteidigungskette setzt. Wenn ich an Afrika und an Afghanistan beispielsweise mit Kommandierenden und Offizieren von internationalen Missionen geschwärzt habe, dann haben die sich immer über die Lützeburger Soldaten und auch Polizisten, die an der Tinnige Ding tun, belüft. Auch das als internationales Kapital für Lützeburg. Die Damen und Herren,
Lotsweis. Probleme, denen Ängste und Hoffnungen zu begegnen, die die Leute wirklich haben. Und diese Propositionen und Lesungen fangen wir verstärkt an zu schaffen. Alle Member sind dabei willkommen, alle Stimmen wird gehört. Der Pol hat dafür drin. Bei nur lyrisch beschrieben, wie ich es besser nicht kennt, aber genauso werden wir das machen. Das geht ein partizipativer Prozess, weil ganz viele von unseren Membern deutlich gemacht haben, dass sie da wollen dabei sind, dass sie werden nicht sind. All die, die wollen. So wie sie doch an den Toren durch Bezirke 2019 waren, zu Hunderten. So wie sie dort nicht nächsten Gemengenassise waren, den 21. Februar, von der das schon mehr ging hat, ja, wenn man nicht den Virus gekriegt hätten. Wir fangen nur niedrig tun, Beiträge von unseren Membern zu appreciieren. Wir haben das schon viel allein an DAX gemacht und wir machen es weiter. Mehr apropos Virus. Wir stehen wohl nicht für Entscheidungen, die Zusammenleben am Land könnte verändern, wenn die Infektionszahlen nach ihm nicht raufgehen. Das heißt, er gibt kein Covid-Rät. Trotzdem will ich ein paar Worte dazu sagen. Wir haben uns hinter mit März die Politik von der Regierung mit mehr der Männerkritik begleitet. Am Anfang Männer, ja nur mehr. Aus gutem Grund. Wir mangeln Kohärenz beklaut, unverständlich Regeln, erinnert euch an die Sache mit den Spielplätzen. An den Nichtrespekt vor Gesetzen, nicht einmal beim Large-Scale-Testing, wo so ziemlich alle Dispositionen violiert gehen, die applikabel hätten können sein. Der Georges Michaud hat das auf der Chambers-Tribüne angeprangert. Wir stehen immer für eine responsable Haltung an dieser existenziellen Sache für unsere Gesellschaft. Wie der Claude Wiesler hat immer nächst auf viel beurteilte Reden deutlich gemacht. Hat. Und wir müssen also nur eine wirkliche Religion machen, an Sache Covid. Wollen wir mehr oder minder restriktiv vorgehen, als eine von den Frauen, die zu beantworten sind? Wollen wir mehr Freiheiten oder konsequent Einschränkungen, überall da, wo Überdrohungen, Manifestement möglich sind, stattfinden? Wie ein Tracing will man machen, hat er geschwärzt, wie eine Kontrolle, wie eine Strophe noch für die, die wissentliche, willentliche Virus weitergehen. Ob der Verbreitung von infektiösen Krankheiten steht an einer ganzen Reihe von Ländern Prisonsstrophen. Wie die unter solche Schutzgesetz. Stehen alles gut zu Gesicht, wenn wir es auch so entgiffen. Gehen. Für das klar geht, wie man die Sachen da gesehen. Den dort der Virus weitergehen. Und ein Mensch, der vielleicht durch stirbt, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht, was man zufällig kann passieren kann. Das, was man zufällig passiert, und das wirklich dumm gehen. Dann ist das so an der Reihe. Wenn ich mal mutwillig sicher gehe, und ich akzeptiere, dass ich mutwillig Kaffee gehe, da vergehe ich mich eigentlich in der Gesellschaft und in der Responsabilität als Member von derselben. Und da muss das vergehen und irgendwie eine Änderung fahren. Aber wenn wir so gesagt hätten, dann hätten als Vertreter im Parlament am Anfang unsere Geländer für sich dort umzupacken. Alkes, wenn man mit einzelnen frohen, detailfrohen befasst gehen drüber, wie man dann da gerne oder gerne Sache gesehen. Wir müssen die ganze Sache gesehen. Nicht nur für Bistro und Boutique. Mir fehlt Gesellschaft als Ganz, wo irgendwo muss Schulgehalt gehen. Wo auch noch irgendwo muss PIB Wirtschaft gehen. Und der Mensch braucht auf Dauer ein soziales Leben. Eine soziale Dimension für sein Leben. Und die können wir nicht einfach so ausknipsen und sie bleibt aus. Dafür hast der Mensch nicht gemacht, das packt er nicht und das will er noch nicht. Liebe Freunde, was ist eine Volkspartei? Für uns alle, man kriegt die Sozialvolkspartei. Viele von uns sind sich die Frau wohl gestaltet, wie sie Member von der CSV gehofen. Ich auch. Die Antworten, die ich mir damals gehen habe, wären nicht exakt dieselbe wie die, die ich mir selber heute gehen. Zeit war auch für 25 Jahre lang. Die Herausforderungen waren andere. Damals gehofft dann von der Geschichte beschworen und dann von dem kommunistischen Regime. Es wäre ein überzeugter März gefallen, ein segensreicher Siegeszug. Ich werde den Globus untreten, an dem sie im Verlauf mir all vom selben mir reich und mir glücklich gehäfen. Aber 40 Jahrhundert später stellen wir fest, dass das nicht geschieht ist. Und die Geschichte ist gerade nicht drüber. Also sie akzeleriert gerade nicht seine Kehrt in Sensität von ihrem Verlauf. Der christliche soziale Grundsatzexpose fehlt mit der Expertise an die theologische Assurance. Das ist gut für uns alle gut, weil dann dauert das nicht so lange. Wir dürfen aber den Volkspartei aus. Gebe ich aber gerne ein paar Worte verleihen. Weil eine Volkspartei, das ist eine Veranstaltung, die sich bemüht, für ein Problem oder eine Herausforderung eine Lösung zu finden, die für jeden Reden, die objektiv best wird. Auf so objektiv, wie man das kann erfassen.
Volkspartei sind heißt keine Klientel zu dingen, weil wir also das ganz Volk fänden. Das heißt kein Lobbyismus, kein Klientelismus, auch keine Vertretung von Partikularinteressen. Es heißt aber sehr wohl, solch im Gemeinwohl, der gesamtgesellschaftlichen Interesse, den Ausgleich an den Arbitrage zwischen verschiedenen Vindikationshaltungen, die können existieren. Und darum hat Kritik keine 80% oder 90% von der Stimme. Und in allerbesten Zeiten hatten wir da Feiertage, wir kommen da runter. Meistens wären wir zwischen 30 und 35, das wären auch alte Männer. Wir sind ja keine Staatspartei, wir sind ja nicht DP. Wir Volkspartei ist ein Ausspruch, nicht die Gesamtheit von der Stimme. Und eine Volkspartei muss natürlich lauschen, was Volk zählt der Welt. Die Lauschen muss aber auch mal ein bisschen nennen. Das Volk will schließlich auch von uns wissen, was wir da wollen. Wofür wir da stehen, für was wir dann so sind. Und nicht just gegen was wir sind. Und andere werden, wir können, wir sollen eine Meckerküche haben. Wenn wir dürfen nicht eine Meckerküche sein. Ich habe in meinem Rundtrittsrat am Januar 2019 gesagt, CSV ist Partei von den ganz normalen Leuten. Sie ist auch Partei von den einfachen Leuten. Und das sind da ganz viele. Also sie hatten all in der Zeit an ohne Haut einen Drama. Mit dem Unterschied, da den sie stehen, am Normalfall freier konnte, das geht heute an immer mehr Fall nicht mehr. Das ist ein Drama, welches vom Reich geht. Es wäre just den, ein Schaff zu fangen, für sie selbst anständig bezahlt zu gehen und damit anständig können zu wohnen und zu leben. Am liebsten an den nächsten Feuerwehren. Die Erfüllung von dem Drama war bis vor nicht so langer Zeit selbstverständlich. Wer wollt, der kommt. Und das ist nicht mehr wahr. Und das ist also ein Problem. An dem Problem muss man lösen, weil man den Leuten am Land wollen vermitteln, dass man jetzt Vertrauen verdingen für die nächste Regie. Viele Leute, weil 100.000 Menschen schaffen in Lützburg für den Mindestlohn. Da sind ein paar von Italien, da sind noch viele Leute, die dann nicht auf der anderen Seite von der Grenze wohnen, weil sie bei uns nicht mehr können leben. Ein Land, dem sind Leute im Fortlaufen, weil sie sich wohnen daheim nicht mehr können leben. Nicht am Kaufen und nicht am Lohnen. Das riskiert einen enormen Vertrauensverlust bei den betroffenen Leuten. Mit Mindestlohn aus Wunden zu Lützburg ein unerfüllbarer Wunschtraum gehen. Aber zweimal dem auch nach. Wie will man den Leuten auf Dauer vermitteln, dass das nun eben mal so ist und dass sie müssen eins gehen? Der Finanzminister sagt im RTL-Interview, das wäre nun mal an allen europäischen Großstädten so. Ich höre nun, dass Großstädte Bartring, Walfer, Niederranven, dankbar sind für den Vergleich. Aber schließlich wäre es noch nie so billig gewesen, für sich Geld zu leihen. Aber was für eine Welt lebt der Mann? Und er muss eine Million Lehne gehen, für andere oder andere Städte irgendwo sich dezent nach etwas zu leisten. Was hört denn dann davon, dass der Mann eine Zinsen kascht? Er hört ihn aber ein ganz Arbeitsleben lang, aber wahrscheinlich noch lange bis an Pension ran, je nachdem, wie spät er auf die Bank geht, der Prädo im Buckel, mit Tausenden von Euro in den Mund. Aber mit dem er doch kann vergessen, dass er von den Partnern, wenn es sich um normale Leute handelt, wenn man von den Partner Vollzeit schafft. Was kann er da sein? Also an denen steht, wo kann er Teil vom Drama wären, das sind die Mächte. Da gibt beide Eltern schaffen. Die sogenannte Schwa ist faktisch aufgeschafft. An der Zwischenzeit von über 60.000 Leute, das sind der Größe, der Klänger, das sind so ganz Familien mal da gerechnet, die schaffen nicht unbedingt alle gut, sich auf der anderen Seite von der Grenze näher gelöst. Das sind 10% von 312 im Land. 12.000 von denen sind Lützburger Staatsbürger, die zu Lützburg schaffen, also sozialversichert sind. Denen hier Zöll hat an den letzten 4 Jahren sich verdoppelt. Also geht weiter stramm und lucht. Das wollen wir denen so. Wir machen ein Pakt Logement 2.0. Wir sind Responsabilität auf Gemengen auf, die aber keine Handlungsmöglichkeiten haben. Wir machen ein bisschen mehr soziale Wohnungsbau. Aber es steht mit einem Revenue von 6.000 oder 7.000 Euro. Die will die überhaupt keinen sozialen Wohnungsbau. Den hat gerne, dass die Pai durchgeht, für ganz normal zu wohnen. Für sich ganz normal eine Wohnung zu legen, am Kaufen und am Lohnen, aber so, dass dann etwas für den Rest von seinem Leben übrig bleibt. Das sind ja keine Sozialfälle. Leute mit 6.000 oder 7.000 Euro kommen, so steht in die Welt. Aber wenn der Markt das nicht liefert, dann muss Politik helfen, auch mit abschneidenden Maßnahmen. Für die ist es Zeit. Wie sagte Jean-Claude Juncker mal immer, das war vorhin die Zeit, wo man mit Henri Greten zusammen regiert hat, eine schlanke Stadt, als ob es für die Dick. Und die Normal, die meist aufstehen und schaffen gehen, einfach mal so, die brauchen keine schlanke Stadt auf ihrer Seite, die brauchen eine stärke Stadt.
auf ihrer Seite, in den sich kümmert, in den dem Wahnsinn von den Terrasspreisen ein Ende setzt, die haut auf den Erland mir heißen, wie für eine Prozent ein Heischhaus teuer gewesen wäre. Als Fraktion hat dann in den letzten Jahren Dutzende von Proposen auf den Tisch gelegt. Nimmer stumm, der Marc Lies dabei und fischt der Front. Tenor von diesen Proposen hat immer gewischt, mehr bauen, mehr Säuer bauen, mehr Böllig bauen. Über die haut ich Perimeter raus übrigens, mit dem fetiosum Terrain für die verreckten Preise vom Grundkönnen auszuklammern. Mit vielen Mannen reglementarischen Hürden und Stolpersteinen, die Bauern zu Lützburg zur Tortur machen. Man will einen Doktor vom Bauern in Tisch zu bringen. Als angemäß zu sagen, wir hätten gerne 100.000 Pfundingen zu einem Preis X, den Meter Kari. Da kommen wir mal so einen Preis fest. Die Regierung möchte nicht. Was ist dann abordabel? Was ist dann verständlich? 4.000 Euro? 6.000 Euro? Wir müssen zu einer Zoll kommen, weil wenn wir sie hätten, da dürfen wir darauf fertig bringen, mit Promoteuren und mit anderen Menschen, die es vom Bau verstehen, die Stadt versteht ja nicht vom Bauen. So, Leute aus dem Handwerk, die das machen, da könnte man es mit denen noch vielleicht zusammensetzen, an einen Plan erstellen, für das dort zu machen. Komm, ich schwätze mal mit den Leuten, die das können. Für das zu machen, rufen wir den nächsten Moment als Bäuermeister bei. Für mit denen zusammen eine regelrechte CSV-Bauoffensiv zu schaffen. Denn Emil Eicher, den immer bei so Exerzissen für wesentliche Hölle war, wird er doch das Keier federführend matt begleitet. Und zusammen mit denen stellen wir dann die Regierung für einen, ja, einen Plan. Und das ist auch so, dass sie das nicht will. Weil sie in Wirklichkeit ja nicht will, dass sich um Wohnungsmisse irgendetwas ändert. Mit der Wissen leidet ob man es auch. Ein bisschen Ehrlichkeit kann halt keinem schulden. Wie das kriegen wir vorgeworfen, Zu dieser Zeit wäre es auch nicht ähnlich und nicht besser gewesen. Wohnungspreise haben sich in den letzten 10 Jahren bald verdoppelt. Und zwar besonders dramatisch sehr, sind, dass die heute Koalition regiert. Sie hat eine Verantwortung, als sie refusiert, sie zu verhüllen. Und auch wenn wir auch als Problem mit dem dritten Politikbereich hatten, dann bin kein von der Verantwortung, es haut müssen, besser zu machen. Weil das nicht von der 40. Das ist schon lange zing ab. Ändern in dem Miserlo Erbschafts- oder Vermögenssteuern hat es. Nein, machen sie nicht. Sind schon nie behaupt. Für auch falsch. Mit dass die Vermögen die Bauterrain zurückhalten. Aber in der Fikasmanier dazu sollen bräuchten, die Idee endlich freizugehen. Wer da etwas Sinnvolles für normale Leute kann darauf geschehen, die sonst kein Terrain haben, das müsste man daran können akzeptieren. Also was ist das Konzept für die Grundsteuer? Wir hatten am Wahlprogramm 2018 ein nationaler Spekulationstax stehen. Dann lassen wir sie beschreiben. Dann lassen wir sie klarstellen, wie wir es dafür stellen. Wir werden das an der Arbeitsgruppe, die sich damals wird befassen, diskutieren. Das braucht zwar Courage, aber ohne Courage gibt es keine Lösungen. Wir wollen noch darüber, wo wir diese Bäuermeister schwätzen und gucken, wie sie die Sache sehen. Und übrigens, es sind auch nicht mehr Vermögen da, die spezielle Immobilien fangen haben. Sie sollen dann um 20% auf Transaktionen an den Fonds besteuert gehen. Wir werden dann nicht den normalen Satz, den sie außerhalb von einem Fonds geben, bezahlen. Als Leute in der Chambre, der Gilles, der Lori, Martin noch und der hat angeschwert, selbst für gerecht. Eine Gerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Thema, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, besonders wenn es um Sozialgerechtigkeit und Kohäsion geht. Wenn 20% von den Leuten hier an Armut leben oder riskieren daran zu fallen, dann haben wir ein Problem, gell? Wenn ein Fünftel von den Kanadern zu Lützburg an Armut abwiesst, wie Tunisheff, als dass er dich vorgerechnet hat, dann haben wir ein Problem, gell? Was ich will mir Juncker wie Freyert vorstellen, wo soll er so einen Erbisch herkriegen, dann haben wir ein Problem, gell? Weil viele älter Leute sich ja länger spüren, Schwierigkeiten mit den Pensionspreisen und den Betreuungsstrukturen haben, dann haben wir ein Problem, gell? Viele von diesen Deputierten und all die Probleme immer näher auf der Chambers-Tribüne dekliniert. Martin Hansen, der Marc Spautz, der Paul Galles, Dr. Wimod, François Hetter, Nali Kees, andere, die alle haben also solche, die dort das Hüge in Ausdruck gehen. Können zwar freundlich nur gelauscht, mir dann fährt er dann auch schon. Wollen wir die Probleme vielleicht wie immer in der Vergangenheit mit blandem Vertrauen an der Wüstum lesen? Die Wüstum hat nur gelöst das Jahr, wie auch nicht. Am Jahr für dich sind da lange Jahre in einer Kurzperiode, wo es wirtschaftlich soll normal evaluieren. Und es schenkt, wie wenn man nicht mehr wählten, wie möglichst sehr an das Hamsterrad zurück, an dem man bis März dieses Jahr gedreht hat.
Menge mal wirklich. Als Land gibt bis an der Ewigkeit 10, 12 oder 15.000 Einwohner pro Jahr zusätzlich brauchen und packen. CSV war bei der letzten Wahl der Meinung, dass man das nicht für eine brillante Idee gegeben hat. Dann dürfen wir also Lohn nicht direkt am totalen Wachstumsfetischismus ersperren lassen, weil er zum guten Ton gehört. Das Land, so wie wir es kennen als eine Gesellschaft, packt keine Millionen Einwohner. Packt es nicht. Also das Sozialsystem muss sich in den Kehren Equilibrium erreichen, den nicht just durch männliche Wurstung garantiert ist. Es kann nicht ob ewig so sein, dass man fünfstellig 12 von 9 Arbeitsplätzen all Jahr muss schärfen, für das das Gesundheitssystem weiter kann versorgen. Covid ist eine Ruptur, auch für ein Entwicklungsmodell, die just mit immer mehr sehr funktioniert hat. Das sollte man realisieren und das verschaffen. Aber während man das meint, müsste man also vielleicht mal lenken, all die Leute kümmern, es sind da mittlerweile über 100.000, die in den letzten 10 Jahren als Staatsbürgerschaft kriegen. Sie sind dagsweit von der Politik weg, weil sie als Spruch nicht genug verstehen, da schwätzen die Politik, die Spruch, die Politik schwätzt, weil sie auch ein Arbeitsleben, ein Sozialleben haben, was ähnlich ist wie das von der Lützebäuer Zentren immer. Aber sie sind nur Lützebäuer Wähler. Sie dürfen und müssen anfangen, wie es für bei ist, Wähler gehen. Und es wird dringend nötig, dass CSV sich an die Macht geht, um mit diesen neuen Lützebäuer ins Gespräch zu kommen. Zusammen mit unserer internationalen Sektion, die wir hier haben, und die ganz aktiv ist, kriegen wir das hin. Es bedeutet im besten Fall auch, dass die Partei selber nach mehr divers und nach mehr Volkspartei geht, weil wir selber auch viel neue Lützebäuer davon überzeugt kriegen, dass CSV nicht just ein Opfer für sie hat, mehr an ihrem aktiven Beitrag interessiert ist. Ein Jahr, wir brauchen eine veritable Industriepolitik. Eng die Paraport zu feiern, schon am Anfang hat können so, wann da kein Milch bei uns hört, da baut er auch keine Fabrik. Eng die positive Urreiz erliefert, am Platz, wenn es durch eine Inkohärenz und Inkonsequenz alle Investitionen sich dreimal überlehnen zu lassen, ob er bei uns so will investieren. Eine Politik, die Chance von der Digitalisierung resolut nutzt, die einer modernen Dynamik von Kommunikation und Wissen entspricht, wie wir ein Reding nicht mitgedacht, anzufordern. Eng die sich klar für Diversifikation und Produktion ausschwätzt, hier am Land und auch an der Großregion. An dem wir endlich als Wachstum, als Produktion und als ganz Wirtschaftsdynamik müsste projizieren, weil wir wollen den Wachstumskollaps hierheim verhindern. Verlangt ein bisschen Kreativität, vielleicht sogar ein bisschen Verzicht. Wir kennen es eine ganz neue großregionale Dynamik. Wir haben doch ein Minister für die Großregion. Ne? Ich frage mich immer, ob das schon ein bisschen doof wäre. Mit dieser Politik brauchen wir das Industriepolitik, wie wir hätten, selbst bei uns zu produzieren. Nicht für 5% Wurstum an der Mauern. Wir brauchen sie auch für Fleisch, ein bisschen Dienstleistungen aufzufedern. Genau wie wir da eine Politik von der resoluten Orientierung an die nachhaltige Zukunft brauchen. Fangen für erneuerbare Energie, fangen für Risikokapital, für junge Klötzebäuer Leute, die Hai wollen, etwas in der Höhle. Alles das bräuchte man verstärkt, das müsste man beschreiben. Die Regierung möchte es nicht. Wir werden für mich nicht mehr. Wir mobilisieren noch Dolo, die Expertise, die wir haben an der Partei, in dem dritten Bereich, so sicher, dass das eine Party. Und da kommen von der CSV die Proposen, ob das Land noch lange nicht werden, weil wir es nicht geben, formulieren, weil sie auf Ressourcen nach uns kommen. Auch dafür kann er sich für zuständig erklären, wann er will. Weil wenn man raus aus dem Hamsterrad, dann muss man raus aus dem Wohltumszwang. Das geht aber nicht, wenn man weiterhin das Staatsbudget ablose wie ein Luftballon. 50% mehr Ausgaben nach 7 Jahren, das hält die stärkste Karosse nicht aus. Und all die Zeit, keine Reserve, kein Reklär, echt. Wie wenn es nur nicht gäbe. Also wenn es mit 4% Wurstum an der Moyen von Jahren zinkt, nicht fertig bringt, ein bisschen Reserve und Reklär anzulegen, den hört am Anfang die faulen Hambier von der kürzlichsten Finanzpolitik verdingt. Und die müssen eigentlich dem Minister Gramenia mal zukommen lassen. Am Film geht es dort, durch die Güllen Hambier. Ja, in diesem Fall, die ist ein bisschen wie faul. Am Anfang, meine Freunde, als die Klo, die Wärmeklo, die Schulden von Haupt, die wir machen, wenn wir keine Rücklehre fertig bräuchten, sind Steuererhöhungen von mir. Ich muss die nicht erfahren, für das dann aber stattfinden. Ne? Schon so nicht erfahren. Glücklicherweise hat die Gramenia mal das hier auf. Die Tatsache ist, wir jubilieren Haupt über Negativzinsen. Ja, mir irgendwie muss Kapital remboursiert gehen. Ne? 20 Milliarden Schuld, das ist ein Äquivalent von einem Staatsbudget. Über 20 Euro aufbezahlt, hätte ich 1 Milliarde pro Jahr Kapital zu remboursieren. Irgendwann nicht gekündigt, wo holen wir die Milliarden dann her pro Jahr? Wo geben wir sie dann sonst nicht aus? Das hat noch keiner gezählt, gell?
wir so haben, wir müssen doch so ein notwendiges Schulden an der Krise. Ja, wir dürfen einfach keine Mutfüllen mehr. Aber vor allem keine Schulden für laufende Ausgaben nach Bayern zu bezahlen, wie das Jahr wäre. 1000 Staatsbeamte weiter, nächstes Jahr weiter Primmen, weiter Leistungen, haben wir keine Ahnung, wie das hätten evoluiert. Das sind von verrotenden Generationen, die kommen. Wenn wir wollen, eine Partei für die Familie, das wollen wir ja. Da muss man die Jüngste von den Familienmembern halt besonders beschützen. Nämlich für ausgenommene Grenzen, für eine Scherrederei von einer Politik, die die nächste Generation schon verschuldet, irgendwelche eigenen Probleme, die wir kennengelernt haben. Die Regierung bricht sich mit ihrem Fonds intergenerationell. An die fließen im Prinzip 50 Millionen Euro pro Jahr. 50 Millionen. Das ist 0,1% vom PIB, bei Freundinnen und Freunden. Das sind die Jungen und Kanner dieser Regierung werden. Das ist die Zukunft dieser Regierung. 0,1% vom PIB. So, schauen wir über den Krieg 4 um Covid-19. Das war an der Klimakrise. Tausende von Jungen nur noch zu Lützeburg, solange das ging, dafür demonstriert, dass man endlich so ein Echtmärchen am Bremse vom Temperaturausstieg. Sie hatte recht. Sie hat recht. Wenn wir nicht packen, das dramatische Klammern von den Temperaturen an den Griff zu kriegen, da brauchen wir sonst nicht mehr viel zu schwätzen. Da werden die nächsten Generationen als für als Falschheit und als Unfähigkeit, das nötig zu erholen, verfluchen. Wenn Temperaturen am Platz um 2, 1, um 3, 4 oder mehr Grad klammern, da fliegt die Welt, die wir kennen, auf Fatzen. Da kriegen wir zwar an Norwegen rote Weine gebaut, mit der Plomreise auch mit den Klimaflüchtlingen aus Griechenland und Spanien. Und dann hilft es nicht mehr ganz viel, dass man auch noch keine steuerfreie Ehe, weil der feiern Tiere von mir leben am ständigen Misere. Weil wir es nicht auch nicht für sie wollten. Wenn man also je echt gemengt hat, mit der Sonne spricht, für welche kann er in Zukunft, dann ist es nice, für Haut dafür zu sorgen, dass sie weiter in Zukunft können. Nun. Das war für ein Jahr zu Rodange beschlossen, dass wir wollen handeln. Dass wir die industrielle Transition und die Emissionsfreiheit konsequent an diese Idee dann unterstützen. Lützeburg ist also ziemlich das einzige europäische Land, das noch keine Wasserstoffstrategie vorgelegt hat. Wir hätten das gerne. Wir wollen nicht, dass Lützeburg den Zug von der nächsten industriellen Revolution verpasst, weil der Mann mit der langen Haaren um Kirchberg jenseits vom elektrischen Auto keine Vorstellung zur Energie vom Mauer hat. Der Strom produziert sich nicht selber, aber vor allem er speichert sich nicht selber. Aber wenn diese Regierung sich nicht vom selben zum Wasserstoff bekennt, dann müssen wir sie dahin treiben. Zusammen mit all den industriellen Akteuren, die sind zahlreich und den gesellschaftlichen, die mehr weit gesehen wie der Mann am Eich aus. Und die gerne hätten, dass wir den dort zurückkriegen. Denn der elektrische Velo ist keine Antwort auf die Energiefrage von mir. Der Wasserstoff ist ein. Der SV hat zu Rodange auch gesagt, der CO2 muss ein Preis. Ja, das ist so, das ist alles ein Preis. Und klimaschädliche Emissionen müssen auch hinholen. Man kann ihn unendlich lang unter dem Tippen drehen, für zu vermeiden, dass irgendjemand in der Gesellschaft Rose geht, weil dann irgendetwas mit ein. Nee, da setzen wir als Anspruch mit ihm. Und tut auch kein Wert, sich an den anderen zu verstoppen, die anscheinend mehr ausstoßen wie mir. China wird ganz drastische Emissionsreduktionen in den nächsten Jahren hinkriegen. Die fragen doch nicht, jeder einzelne Chinesen, ob ein dummer Takor ist. Ne? Aber wenn der verständliche Kandidat an der Vereinigten Staaten den 3. November die Wahl wendet, weil ich ja von Herzen hoffe, dann machen noch die USA in diesem globalen Konzept von Klimaschutz mit. Wir haben keinen Grund, kein Argument für das nicht zu machen. Außer, dass wir es nicht wollen trauen. Und wir müssen uns trauen. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss. All das sind Herausforderungen, denen wir uns müssen und wollen stellen. An all den genannten Domänen und an vielen anderen als CSV gefordert. Auch bei der Bannister Sicherheit, wo vieles am ganzen Leid. Vieles davon nicht mit Drogen zu dienen, an der Kriminalität, die sie finanzieren, dass sie wohl in so Verbreitung von Hai aus von islamistischem Terrorismus. Oder an der Bildungspolitik. Oder bei der Mobilität. Oder bei der Landesplanung, die nicht stattfindet. Wir hören auf die Licht. Mit all unseren Membern zusammen, mit unseren humanen Ressourcen, wie der moderne Slang heißt, wir empfangen also schönen Ausdruck. Als Member sind als Ressource. So wie wir hier zu Lützeburg München, die einzige Ressourcen über das Land verfügt. Sie hätte gerne eine Lewig-Partei, eine Partei, wo die Fred möchte sich engagieren, wie der Pol, der immer mal singen, Basketmengen, ich also, Bilder da,
schreibt, sie hatten zu DAX an der rezenten Vergangenheit die Impression, dass das vielleicht schon rüber raus ist, so nicht schaut, es geht richtig durch. Voilà, merci dem Parteipräsidenten Frank Engel, merci auch Neinkert und Martin Hansen für Triet von Fedrun. Damit wir immer bald am Schluss kommen, eher wenn Neinkert fort und den Kongresspräsident gehen, wollte ich noch am Namen von Nico und von mir. Ihr seid alle gut, Neinkert, vielmals merci so ein Halbannen, dass ihr das gut matt gemacht habt an für ihre Disziplin, an auch die Leute, vor allem da draußen, ob sie an den Sektionen zusammensitzen oder ob sie daheim wären, für hier Aufstimmungen zu machen, respektive für den ganzen Kongress heute zu verfolgen. Ich meine, dass für einen ersten digitalen Kongress gut aufgelaufen. Wir hoffen, dass es kein zweiter gibt. An dem Sinn gebe ich euch alle Guten eine gute Gesundheit weiter wünschen, dass das alle wisst ist. Merci von euch und ich gebe euch dann ein letztes Mal am Englisch und den Kongresspräsident. Vielen Dank. Ja, das für just nach dem Frank Merci zu sagen, ich meine, hört ihr ein ein ganz interessant Ritt gehalten, die uns alle gut interpelliert hat. An dem Sinn, dass für alle neue Wege aufgezeichnet sind, die wir gut können, die wir gut sollen und die wir auch gut wollen, für effektiv neue Alternativen auszuschaffen zu dem, was wir heute kennen, zu der aktuellen Regierungspolitik und damit auch neue Perspektiven aufmachen für das Land. Ich meine, wir stehen an der Pflicht vis-à-vis von dem Land. Ich habe darüber gesagt, wir haben eine Vergangenheit. Es kann nicht sein, dass die Leute einer Aussprache haut und CSV stellen, wie das nach 24 Jahren der Fall ist. Weil das nicht so ist, gibt sich eben von der CSV erwartet, dass sie sich für die nächsten Jahre so aufgestellt, dass es definitiv auch politisch die einzige Alternative ist, die es hier im Land nach zu wählen geht. Das ist das, was wir wollen. Und ich meine, das geht aber nicht mehr, wenn man das, was den Frenkelo auch gedeiht hat, dann wird es vorgezeichnet, wenn man das mit der Medienakribie auch analysieren, diskutieren und auch umsetzen in der Form von Propositionen, von Positionen, die man dann so schnell wie möglich müssen festlegen, an die, mit denen man dann auch an die nächste Zukunft am Hinblick auf die Wahlen von 2023 wollen. Voilà, ich sage nicht merci für die, die hier sind. Ich meine, so ein merci für die Großzahl von Nationaldelegierten, die hier nicht physisch präsent waren, mit denen dieser Kongress mit viel Aufmerksamkeit verfolgt und die auch zum Teil ja, es waren da nicht viele, es waren da immerhin ein paar, die direkt von daheim aus interveniert sind. Und ich meine, das beweist nach ein paar, und das sind ja nur zwei Moderatoren, das beweist nach ein paar, dass wenn ein digitaler Kongress gut organisiert, dass das sind dann nicht 100 Tänen steht, die wir bis jetzt am Präsentiell aufgehalten haben. In dem Sinne, merci vielmals und nach, wie gesagt, nach einem ganz schönen Weekend. Ja, wir tangen Themen nicht, ne? Wir werden dann, wir lauschen.